Anne geschrieben bist. Noch eine allerletzte Frage. Wie kriegt man das mit deinem... Das ist schon traurig genug, dass man die Menschen hier, die hier gelebt haben, noch sich einfach überlässt und den Brandschutz nur noch sekundär behandelt. Das ist für mich eine Unverfrorenheit. Wir haben den übernommen, aber ich sage Ihnen auch, das Geld holen wir uns wieder. Wir werden solchen Eigentümern die Bürger dazu, die hier leben, missbrauchen. Diesen Eigentümern werden wir deutlich sagen, dass sie hier unerwünscht sind. Und da bin ich ganz deutlich in meiner Tonlage und da werde ich auch nichts dran revidieren. Indem wir hoffentlich bald das Gesetz bekommen, indem wir solche Wohnungen noch viel schneller räumen dürfen und dass es dann für solche Eigentümer nicht sehr schmackhaft sein wird, hier Eigentum zu verkaufen, sich Mieter zu suchen, sie als Schutzschild zum Teil auch zu benutzen. Und das ist dann die Konsequenz, die wir deutlich machen werden. Und ich hoffe, dass das auch ein gutes Beispiel ist für andere Kommunen, nicht nur hier in Niedersachsen, sondern bundesweit, dass die Kommunen sich das nicht mehr mit ansehen werden, sondern dass wir handeln. Wir werden auf jeden Fall unsere Schritte nicht unterbrechen. Und das sind die Zwangsvollstreckungen, die werden wir weitergeben. Weil auf Versprechungen von Eigentümern hier lasse ich mich auf gar nichts mehr ein. Und auch nicht von der Hausverwaltung. Und die Hausverwaltung soll uns darlegen, was sie schafft. Und dann kann man sich mit mir unterhalten, beziehungsweise mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bisher Stand 1.11. liegt nichts vor, die Uhr läuft.